Das U20 Trout ist natürlich für uns als DBB eine ganz wichtige Veranstaltung. Ich kenne ja die ganzen Spieler und habe mit den Trainern auch abgesprochen, was unsere Zielsetzung ist. Solange es keinen Nachfolger gibt für mich, werden wir natürlich die Mannschaft zusammen mit den Kollegen zusammenstellen, die Spieler sichten. Und wir hatten jetzt drei hervorragende Tage mit einer Vielzahl von richtig guten Spielern hier. Ich finde, das war ein großartiges Training. Zusätzlich, wir haben die Spieler zum Tryout nicht nur hier, um sie in den Spielen zu erleben, sondern vor allen Dingen ist unser Anspruch, die Spieler, die wir hier haben, besser zu machen. Deswegen haben wir ganz viel Individualtraining gemacht, gruppentaktisches Training gemacht, zusätzlich gespielt, konnten uns einen hervorragenden Überblick verschaffen über das Leistungsniveau, vor allem von den Spielern, die nicht in den Kadern sind bei uns, sondern die, die in den Vereinen spielen, die wir nicht so auf dem Schirm haben. Und ich finde, für die paar Tage Training und haben die das hervorragend gemacht. Und am Ende kann man hochzufrieden sein mit der Leistung, die die Spieler gebracht haben, aber auch mit der Arbeit der Trainer. Die war sehr, sehr gut. Sprechen Sie ein bisschen darüber, wie offen dieser U20-Tryout auch für Spieler ist, die vielleicht bisher noch nicht in den Kadern waren und inwieweit da natürlich auch die Nachwuchsbundesligen und auch die junge Liga und die Bundesliga auch ein wichtiges Tool für Sie sind, um neue Spieler zu sichten und diese auch einzuladen zu diesen Maßnahmen. Deswegen haben wir das Format hier auch so gemacht, wie wir es jetzt haben. Das sind 32 Spieler, die wir eingeladen haben. Da sind ja nur, würde ich mal sagen, maximal 50-60% Spieler, die wir im Kader hatten, in den DBB-Kadern der letzten Jahre hatten. Von daher sind sehr, sehr viele Spieler dabei, die wir nicht kennen. Die Landesverbände sollen uns die nennen. Die Trainer, Bundesliga-Trainer, die dort in den Landesverbänden arbeiten, schicken uns die Spieler, melden uns die Spieler, ihre Talente, Quereinsteiger, Spieler, die sich gut entwickelt haben, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Und von daher ist das eine Chance eigentlich für jeden Spieler in diesem Altersbereich, auch wenn er noch nicht Landesauswahl oder in einem DBB-Kader war, sich hier zu präsentieren und zu zeigen. Und hochinteressant natürlich gerade zu sehen, an welchen Standorten sich die Spieler wie entwickeln. Und da gibt es große Unterschiede. Und auch die Spieler, die in den Nationalkadern waren, im Vergleich zu denen, die nicht im Sommer Nationalmannschaft spielen, wie unterschiedlich die sich die entwickeln. Und das ist immer sehr interessant zu beobachten. Johannes Richter, du warst der erfahrenste Spieler hier beim U20-Tryout, der einzige von den 4 93ern, die im Sommer bei der EM dabei waren, die jetzt hier beim Tryout waren. Wie hast du deine Rolle hier gesehen? Aber ich denke erstmal nicht, dass ich unbedingt der allererfahrenste Spieler bei diesem Tryout war. Wir haben hier mehrere Spieler, die schon U16 EMs bestritten haben, wo ich noch nicht dabei war, oder Weltmeisterschaften bestritten haben, wie Bogdan, Julius, Jonathan Malou und wie sie alle heißen. Ich habe meine Rolle dieses Mal so gesehen, weil ich das erste Mal ja dabei war, habe ich erstmal versucht, den anderen ein bisschen zu helfen, wo es gerade halt nötig war, was Frank sich vorstellt, worauf er Wert legt bei den Spielern, die er sichten möchte. Und ja, da habe ich versucht, mein Möglichstes zu tun und ja. Reden wir ein bisschen über Frank Menz, der neue Herrenbundestrainer, nicht mehr U20-Trainer im kommenden Jahr. Wie hast du ihn als Coach erlebt in den vergangenen Jahren? Du kennst ihn ja noch aus der U17-WM-Zeit und hast ihn jetzt auch über die Jahre als Trainer gehabt. Was macht ihn aus? Ja, ich denke, ich habe Frank schon sehr viel zu verdanken. Vor allem, er hat mich damals zur U17 dazu geholt. Das erste Mal, ich war nicht mehr bei einer Auswahl, weder U16-Nationalmannschaft, sonst irgendwas, nur über die MBBL. Empfehlungen bin ich dann überhaupt zu 17 dazugekommen und in dem Jahr habe ich sehr viel gelernt. Ich denke, ich habe mich unter seiner Zeit sehr weiterentwickelt, auch dann den Schritt nach Bamberg zu der Zeit getan. Dann war ja ein Jahr Kai, unser Bundestrainer in U18. Auch die Zeit war, denke ich, gut, aber dann Frank war eigentlich immer ein super Bundestrainer, hat uns immer sehr viel mitgegeben und ja. Ich gratuliere ihn hier nochmal ganz herzlich dazu. Julius Wolf, willkommen zurück bei der Nationalmannschaft. Nach einigen Jahren Abstinenz bist du wieder dabei bei der U20. Wie ist es, wieder dabei zu sein?
Ja, erstmal wieder schön, wieder die ganzen Jungs wiederzusehen, die ich jetzt 3, 4 Jahre nicht gesehen habe. 3 Jahre waren es. Hab sie verfolgt, so über die Jahre, klar durchs Internet und so, aber immer was anderes, wenn man sie wieder sieht, wie sie sich entwickelt haben. Mit ihnen zusammen zu spielen, hat richtig Spaß gemacht, jetzt die 3 Spiele, die wir hier gespielt haben. Und es ist schön, wieder dabei zu sein. Freue mich auch, dass ich nominiert wurde. Ja. Wie hast du das Niveau hier beim U20 Tryout gesehen? Schon relativ hoch, auch wenn noch viele Spieler fehlen, die noch mit ihren Pro-A-Bundesliga-Teams unterwegs sind, war es dennoch ein relativ hohes Niveau. Jeder konnte den Teams jeden Confident geben. War richtig gutes Niveau. Du bist als 93er-Jahrgang im kommenden Jahr bei der Europameisterschaft der ältere Jahrgang. Was hast du dir dafür vorgenommen? Erstmal will ich es natürlich überhaupt dahin schaffen und dann probieren wir die letzten 2 Jahre zu übertreffen, was schwer wird, denke ich mal, aber ich denke, wir haben ein gutes Team. Wenn wir so trainieren über den Sommer über, können wir da vielleicht sogar eine Überraschung schaffen und eine Medaille gewinnen. Man weiß nie. Immer optimistisch sein, aber das ist auf jeden Fall ein Ziel, was ich mir selbst gelegt habe. Aber wie gesagt, erstmal ins Team schaffen. Abschließend noch eine Frage in Ihrer neuen Funktion als Herrenbundestrainer. Es geistert momentan das vermeintliche Statement durch die Medien, dass Dirk Nowitzki, DBB-Nationalspieler der Herren, in diesem Sommer nicht bei der EM teilnimmt. Wie ist da Ihr Stand der Dinge? Also bei mir persönlich hat er sich noch nicht abgemeldet. Wir werden das aber so halten wie in den letzten Jahren. Da war das immer so, dass wir die NBA-Saison abgewartet haben, bis sie zu Ende ist. Und dann werden wir uns zusammensetzen und dann gucken wir, oder er wird dann entscheiden, in welcher körperlichen Verfassung er ist. Und dann werden wir schauen, wie es dann gemeinsam weitergeht oder auch nicht, oder beziehungsweise wann es dann weitergeht.